Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme euch heute beim Essen kochen mit. Das kam beim letzten Mal gut an. Nach Rezepten fragt ihr sowieso immer und Kochvideos. Das interessiert euch immer sehr. Und auch das Format, ein Rezept zu kochen oder euch bei einer Sache mitzunehmen und quasi ein kurzes Video zu machen, fandet ihr auch super. Bei uns gibt es heute die italienischen Hackbällchen mit Trulli-Nudeln. Die habe ich schon öfter gekocht, aber noch nie mit Trulli-Nudeln, weil ich die irgendwie nie bekommen habe. Und zufällig gab es die ja mal irgendwann vor Wochen bei Rewe im Angebot, haben die mich angelacht. Als ich das gesehen habe, dass das Trulli-Nudeln sind, musste ich die sofort haben. Habe ich noch nicht gekocht, habe ich mir extra aufbewahrt. Wie meistens ist das wieder ein Thermomix-Rezept. Jedes Thermomix-Rezept kann man natürlich auch normal kochen, im normalen Kochtopf, Pfanne, was auch immer. Wisst ihr ja selbst, ne? Also der dünstet und hackt und sowas, das kann man auch alles anders machen. Ich denke, selbstverständlich kann man auch für die Vegetarier oder für die, die ein bisschen auf Fleisch verzichten wollen oder darauf achten, bestimmt auch mit vegetarischen, veganen Hack ersetzen. Also das wird kein Problem sein. Wir kochen heute normales Hack, denn wir ersetzen ja schon zwischendurch des Öfteren und hatten jetzt schon 2-3 Tage kein Fleisch und heute habe ich mal Bock auf richtige Hackbällchen. Als erstes werde ich alles für die Hackbällchen in den Thermomix werfen. Da muss erstmal eine geviertelte Zwiebel und eine Knoblauchzehe rein. Die wird 5 Sekunden oder die werden 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinert. Dann kommen 10 Gramm Olivenöl dazu. Oh. Olivenöl ist alle, wer das wieder da reingestellt hat. 2 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 gedünstet. So, danach kommt das Hackfleisch. 25 Gramm Paniermehl, ein Ei, circa 1 Teelöffel Salz, etwas weniger, etwas Pfeffer, 1 Teelöffel Paprika in Süß. Ein Esslöffel Sojasauce, 10 bis 15 Gramm Tomatenmark. Das Ganze dann 1,5 Minuten auf Teigstufe. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal den Varoma rausgeholt, den brauche ich ja gleich. So, die Hackfleischmasse fülle ich jetzt eben hier raus. Aus der Hackmasse, ich ziehe mir dafür immer Handschuhe an, forme ich jetzt so kleine Bällchen, so. Also wirklich nicht groß. Das Rezept ist übrigens jetzt für so 400 Gramm Hackfleisch ungefähr. Also ursprünglich waren es 800 und ich habe es halbiert. Aber da kann man ja natürlich auch variieren, ne? Ich denke, hier war jetzt auch ein bisschen zu wenig Paniermehl. Die kommen in den Varoma und in den Einlegeboden. Die kann man ja aber auch in der Pfanne anbraten. Hier werden die ja nur gedünstet. Das sollten so 20 Stück sein. 20, 25 Stück werden. Für die Soße kommt hier ebenfalls wieder eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe rein. Auch wieder 5 Sekunden. Stufe 5. Zerkleinern. Dann kommen diesmal 10 Gramm Öl. Olivenöl. Und das Ganze wieder 2 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 dünsten. Auch bei der Soße werde ich jetzt alles halbieren, weil da kommt sonst eine ganze Packung Trulli-Nudeln rein, 500 Gramm. Das ist auch für uns zu viel. Laut Rezept würden jetzt Schinkenwürfel da reinkommen und die würden dann nochmal dünsten, aber die lasse ich auch weg. Ich finde, mit den Fleischbällchen ist das eigentlich genug Fleisch. Dann kommen die restlichen Zutaten rein. 500 Gramm passierte Tomaten habe ich nicht da. Ist mir auch noch nie passiert. Ich nehme gestückelte Tomaten. Ist jetzt aber ein Experiment. 500 Gramm lauwarmes Wasser habe ich hier schon im Wasserkocher vorbereitet. 3 Teelöffel Gemüsebrühpulver. Dann nehme ich die Gemüsebrühe von Just Spices. Die schmeckt uns hier sehr gut und ich finde, die sieht auch einfach super aus. Dann kommen Salz, Pfeffer, italienische Kräuter. Die ersetze ich mit dem Italian Allrounder von Just Spices. Das ist mein absolutes Lieblingsgewürz geworden. Ist auch nicht mehr so viel drin. Ja, das kann ich jedem empfehlen, der gerne Nudelgerichte macht, die so italienisch angehaucht sind. Das bekommt ihr auch aktuell mit unserem Code Just Das Sind Wir gratis dazu. Ich habe es umgestellt von dem Stullen Spice auf den Italian Allrounder, weil ich den einfach doch noch viel mehr und vielseitiger verwende. Dann nehme ich 2 Teelöffel und der Aroma drauf. Jetzt das Ganze 20 Minuten
Varoma-Stufe 1, aber im Linkslauf. Nach den 20 Minuten kommen die Nudeln dazu, dann geht das nochmal, wird es nochmal angestellt. Das ist der Italian Allrounder. Ich bin ja noch nicht so lange, koche ja auch noch nicht so lange mit Just Spices. Bin noch nicht so lange da Kunde, Fan, was auch immer. Ich musste mich erstmal ein bisschen durchtesten. Viele, die mich ja jetzt hier länger verfolgen oder immer verfolgen, wissen ja, dass ich den Adventskalender hatte, den großen. Und da war ziemlich viel zum Ausprobieren drin, was ich immer super finde. Und dann merkt man ja schon, dass man da so ein paar Gewürze besser findet oder öfter nutzt. Und ich finde es auch immer gut, wenn man Gewürze dann auch empfiehlt und kauft oder weiß ich nicht, die man halt auch verwenden kann. Wir essen ja ziemlich viel Nudeln und auch ziemlich viel rein theoretische Italian Allrounder. Da kannst du auch für Ofengemüse und sowas nehmen. Ist dann halt mit Rosmarin und Oregano und so ein bisschen italienisch angehaucht. Die Gemüsebrühe super lecker. Die ist aber allerdings etwas scharf. Also wenn man da jetzt eine dicke Suppe mitmacht, ist auch lecker, aber für die Kinder manchmal zu scharf. Deswegen nehme ich da noch immer auch andere Brühe. Für uns wäre die scharfe allerdings sehr lecker. Dann Bolognese-Gewürz kann ich sehr empfehlen. Da braucht man nicht immer mehreres haben. Da macht man 2 Teelöffel rein, fertig. Lasagne-Gewürzmix, das gleiche wie bei dem Bolognese. Dann nutze ich sehr gerne Gemüse-Allrounder, halt auch für Ofengemüse oder überhaupt, wenn ich irgendwie Gemüse dazu koche. Ansonsten ja Avocado-Topping und dieses Stullenspice und so auch sehr lecker für halt solche Brote oder Salate. Wenn man sich jetzt also einen Avocado-Salat mit Tomate macht oder so, Tomate-Mozzarella-Gewürz auch lecker. Ohne Tomate-Mozzarella-Gewürz könnte ich auch gar nicht. Also wir hatten das vorher immer ein anderes. Aber das muss immer im Haus sein, finde ich. Also vergesst nicht, mit dem Code Just, das sind wir, der ist dauerhaft gültig, könnt ihr immer sparen. Und jetzt gerade gibt es halt dann den Italian Allrounder dazu. Die Zeit ist um, jetzt packe ich hier 250 Gramm Trulli-Nudeln in den Mixer. So, und dann nochmal 9 Minuten Varoma Stufe 0,5 auf Linkslauf. Fertig. Ich werde jetzt die Hackbällchen separat in eine Schüssel füllen und die Nudeln mit der Soße in die andere. So, und jetzt kommen hier noch 50 Gramm Tomatenmark. Ja, kann ich jetzt nicht mehr ab. Schätze ich jetzt irgendwie ab. So, wird das schon ungefähr passen. Unterrühren. Ich nehme jetzt einen ganz normalen Löffel. Ich kann euch nur sagen, es ist super lecker. So jetzt, also mit diesen Nudeln haben wir es noch nicht gehabt und auch noch nicht mit ohne diesen Schinken-Speck-Würfel-Zeus. Die letzten Male habe ich da immer Schinkenspeck reingemacht. Das hat den Kindern aber auch nicht so gut gefallen und deswegen habe ich es jetzt auch nochmal weggelassen. Ich habe ja die passierten Tomaten nicht gehabt und habe da jetzt Stückige reingemacht. Das sollte ja aber am Geschmack eigentlich nicht viel ändern. So sieht es dann fertig aus. Fleischbällchen, ja, die sind wie gesagt ja nur gedünstet. Die könnte man jetzt auch noch nach eigenem Geschmack kurz anbraten. Oder man packt die halt einfach mit da rein. Dann sehen die auch nicht so doof aus. Die sind so hell. Ja, das war es wieder mal. Ein super leichtes Essen. Also vom Kochen her, nicht vom Sättigungsgefühl. Nicht ganz so schnell, weil es halt ein bisschen braucht im Varoma. Aber dabei kann man super andere Sachen erledigen, wenn man einen Thermomix hat. Und ja, das mögen hier alle. Ich bin mal gespannt, wie jetzt ein bisschen abgeänderte Variante noch, ob die noch besser ankommt. Und wir lassen es uns jetzt erstmal schmecken. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!